Hey Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Und zwar werden wir heute Medusas Labyrinth spielen. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Das Spiel wurde mir empfohlen zu spielen. Also so gesagt, ja, spiel das mal und so. Also es wurde mir empfohlen und zwar hat mir meine Freundin das empfohlen, dass ich das mal spiele. Und ich habe echt keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe mir mal ganz kurz die Beschreibung durchgelesen. Und ja, jetzt sind wir ja schon in-game. Und ja, schauen wir mal hier. Moven, Sprinten, Inventor, also Inventar, Tabulator, Interaktion, Fackel 1, Bogen 2, Lean, ist Crouchen, okay, Jump. Was Lean ist, weiß ich gar nicht. Ich schwung mal, das ist so die Ecke. So, jetzt mach ich mal ganz kurz die Musik leiser und alles leiser. So, und dann können wir mal anfangen. New Game Loading. So, ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Okay, das ist Lean. So renne ich. Zwei war der Bogen. Eins war die Fackel. Ich habe weder das eine noch das andere. Linke Maus ist verdankt. Professor told me he had great news today. But he did not. Also ich könnte euch das jetzt so halbwegs im schlechten Englisch übersetzen. Ich könnte euch das jetzt vorlesen. Das könnt ihr euch eigentlich... So, da sind wir wieder. Ich muss gerade einen kurzen Cut machen. Ja, also das ist auf jeden Fall Part 1 von 8 irgendwas. Was genau, ihr könnt euch durchlesen. Ich lese mir das jetzt echt nicht durch. Ich habe keine Ahnung von Englisch. Aber ich glaube, oh nee, das könnte Story-relevant sein. Ich überfliege das mal ganz kurz. Okay, ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt bringt oder was ich damit anfangen soll. Ich weiß gar nicht. Warte mal, kann ich hier alles anlaufen? Ach, ist das hier? Ist das? Nee. Okay, ich habe auch keine Ahnung, wo wir sind. Scheint aber jetzt immer so, wenn wir jetzt mal so vom Namen her gehen und so vom Aussehen her, könnte man schon denken, wir sind jetzt so die römische Zeit. Also ja, auch mit dem Tempel hier und auch vom Rest. Hab auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir folgen einfach mal dem Weg. Okay, das ist wahrscheinlich Part 2. Ja. What is it? Sieht aber echt schick aus. Wow. Da ist nämlich meine Glocke. Erstaunlich. Oh Gott, warte mal. Ich muss mal ganz kurz. Also ich frage mich echt, wie die das geschafft haben, zur damaligen Zeit automatisierte Glocken hier zu konstruieren. Dass die von alleine anfängt zu bimmeln. Ohne dass man da irgendwelche Kräfte drauf einwirken lässt. Cool. War der Wind wahrscheinlich. Starker Luftzug oder so. Sieht aus wie so eine Tora. Diese jüdischen Schriftrollen. Jüdische Schriftrollen. Schriftrolle. Warte mal, kann ich hier eigentlich rausrennen oder? Nee, ja doch, ich kann hier überall hinrennen. Mir ist jeder Weg offen gelassen. Ich warte mal, weiß ich gar nicht, wo ich langrennen soll. Ach, wir gehen einfach mal in diesen Tempel hier rein. Oh, Part 2 von 8, aber Arkas Part. Lol.
Oh! Wie bin ich denn hier hingekommen? Alles klar. Okay, den haben wir schon die ganze Zeit gelesen, diese Aliona. I'm got nothing. Ah, die Orakel. Das war auch so eine Sache früher. Da habe ich auch schon einiges dazu gehört und gelesen und was so brauch von den Orakeln damals war. Da gab es auch ganz bekannte, wie zum Beispiel hier in Delhi das eine. Ich habe Schritte gehört. Okay, warte. Blood all over my blue dress. Shit. Okay. Es regnet jetzt auf einmal. Oder hat es vorhin? Ne, vorhin hat es nicht geregnet. Das wüsste ich. So, können wir jetzt hier wieder raus. Haben wir mal eine Flashlight? Wir haben noch keinen Bogen. Wir haben immer noch keine Fackel. Oh, hier noch eine Schriftrolle. So, Lord of... Okay. Was? Many secrets. A secret. Ist hier irgendwas versteckt? Schriftrolle. Oh. Ja gut, da hätten wir lange nach einem Ausgang suchen. Warte mal, crouchen. Leute, wir sind... Oh shit, kann ich mich hinstellen, danke. Wir sind... Hier. Ich weiß gar nicht, was wir hier eigentlich machen. Also wir haben jetzt zwei Wege, links oder rechts? Ich tendiere immer zu rechts. Oh, warte mal, kann ich da dran ziehen? Nee, kann ich nicht, schade. Ich kann es auch nicht mitnehmen. Ja, jetzt wird mir erklärt, dass ich mich hier hinhocken soll zum Crouchen, aber da hinten, nee. Ich gehe lieber erstmal den beleuchteten Weg. Das beleuchtete Wege sind mir deutlich lieber. Wieso mir das jetzt schon erklärt wird? Will ich eigentlich gar nicht so sehr wissen. Ich habe den Eindruck, das ist ein Horror-Game. Ich sehe hier auch kaum, was in den Ecken ist. Es ist einfach viel zu dunkel überall. Oh, was ist denn das? Ich hab die getroppt. Ich seh nichts. Shit, Alter, ist der Todüberschein immer mega, der ist so kratzig in meinen Ohren. Wo hab ich jetzt die Fackel hingedroppt, versehentlich? Das, oh, warte mal. Options. Wir müssen das auf jeden Fall leise machen. Wo hab ich denn jetzt hingedroppt? Ich sehe hier nichts. Da bewegt sich auf jeden Fall was. Habe ich jetzt die Fackel verloren? Ich sehe echt... Musik, hör auf so zu werden. Ich hasse diese Spitzen. Und diese Geräusche. Ich sehe hier echt nichts. Ich habe da jetzt nicht ernsthaft die Fackel weggeworfen. Also ich habe sie weggeworfen, aber kriege ich jetzt nicht mehr wieder. Geil. Kann das was... Kann ich die Feuerschale mitnehmen?
Kann das sein, dass wir aber ganz... Ja, verarsch mich. Jetzt ist ja hier noch dunkler als vorher, oder? Nee. Kann ich sowas... Och Mann, Leute. Was ist denn das? Wieso bin ich so dumm? Das ist doch auch wieder... Das ist ein ganz anderer Raum. Ja, ja. Anschlag, komm. Ich habe ja noch keinen echten Gegner gesehen. Schön, dass ich das hier so schön euch zeigen kann und beleuchten kann, weil... Oh, da hinten wird's heller. Weil wir ja hier so viel Licht haben. Wir gehen nach links. Eventuell hier eine Fackel? Nee, aber ein Schriftstück. Alonia wird viel... Have not seen light. Och, es geht tatsächlich um Medusa. Sehr schön. Komm, bitte. Wenn Medusa kommt, nicht in die Augen schauen. Ah, das kennen wir ja, das wissen wir ja alle. Cool. Gehen wir jetzt... Oh! Alter! Bin ich da einfach nur so dumm gewesen oder kam mir das einfach gerade nur entgegen? Alter, fuck, ich hab mich vor so einem hässlichen Drecksding erschreckt. Verarschen oder was? Ey, das, ich hab gedacht, das ist kaum... Alter, Mann! Wie oft ich Alter sage ich? Ja, wir gehen jetzt in den noch dunkleren Weg. Und ich kann euch auch alles prima zeigen. Torch will burn out. Ja, das ist schön. Brauche ich erstmal eine Torch. Sehr schön. Dass wir hier so viel sehen. Oh, die Statue, Mann. Dieses Feeling von diesem Spiel. Ach, hier ist hier das Ende? Ja. Diese Sound. Richtig Psychospiel. Wieso ich mich auch immer auf solche Horrorspiele einlasse. Damals schon Quarantäne? Naja, das sollten wir da hier schnell wieder raus, aber irgendwie hat sich ja das Ding verändert und wissen eh nicht wohin. Da sieht's besser. Ich gehe lieber hier lang. Habe ich gesagt, ich will hier lang? Nee, ich meine natürlich den anderen Weg. Hier lang. Ich will hier lang. Der Weg ist mir lieber. Och Mann, Leute. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier mal eine Fackel. Das sieht auch verdammt alles ähnlich aus. Als ob wir hier schon mal waren. Ein Bogen. Pfeile. Drei Pfeile. Cool. Ja, jetzt sollen die Gegner ruhig kommen. Arkaspart. Eine Fackel, Leute. So, und diesmal sind wir nicht so dumm. Oder kann ich hier anmachen? Och, geil. Wir haben Licht. Press Tab to look your inventory. Ach, das ist mein Inventar. Pfeile, cool. Drei Pfeile. Schönes Inventar. So, den Bogen. Oh, schicke Spinnenweben. Den Bogen brauchen wir dann wahrscheinlich irgendwie, um Gegner zu töten.
Was ist das da oben? Och. War da oben gerade was? Auf jeden Fall geht's hier nicht weiter. Da oben ist Licht. Tageslicht. Ja, wieso leuchtet das denn? Soll ich das mit der Fackel abwerfen? Oh, wartet mal. Kann ich damit anvisieren? Nee. Jawohl! Jetzt nehme ich wieder die Fackel. Och, hier. Fackel, meine. Ja. Gucken wir nochmal in unser Inventory. Ah, zwei Pfeile. Okay, wenn das hier versiegelt ist und unter Quarantäne stand, verstehe ich nie, warum wir das jetzt hier aufmachen. Aber das ist sehr sicher an so einem dünnen Seil, an so einem dünnen Strick, der sowieso schon halb im Arsch war. Nee. Kommt nie in Frage. Ich gehe nochmal kurz zurück und mache das wieder an. Die haben das nämlich ausgemacht. Und ich gehe da garantiert nie mit dunkler Fackel dahin. Da hat jemand meine Fackel ausgepustet, irgend so ein Arschloch. Ah, die glüht noch. Vielleicht entzündet die sich ja wieder gleich von selbst. So. Fackel? Jawohl. Da stand bestimmt jemand am Ende des Gangs und hat er mal kurz gepustet. Scheiß Windzug. Waren die Götter damals, ne? Der wollte halt, dass die Fackel ausgeht. Aber ich gehe da garantiert neben Dunkeln da rein. Na, ja, jetzt bleibt sie nämlich an. Psychogeräusche. Ich habe zwei Pfeile, ihr Wichser. Okay. Da lief jemand. Ich dachte, was war das für ein Scheiß? Aber da lief jemand. Ich hab's genau gesehen, Mann. Okay, wenn der Typ da lang lief, gehen wir durch Wände laufen oder was? Gehen wir natürlich genau dahin, wo der Typ hinläuft. Klar. Ich meine, warum auch nicht? Ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen. Wahrscheinlich bin ich einfach zu dumm zum Übersetzen. Okay, der Typ ist bestimmt gerade ausgelaufen. Deswegen laufe ich hier lang. Tschüss, Typ. Das sieht doch schon viel einladender aus. Okay, es geht weiter nach unten. Kein Problem. Also, ich habe eher auf so ein, als ich den Titel gelesen habe, eher auf so ein Hindernis-Parcours-Spiel gehofft. So ein bisschen irgendwie Sachen ausweichen und sonst irgendwas machen. So, weiß nicht, so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig. So was Entspannteres. Weil ich wäre jetzt schon danach, wäre ich mir erstmal einen Tee trinken und wäre erstmal runterkommen müssen. Dieses Spiel ist ja jetzt schon. Nee. Ey, Leute. Da achtet man mal kurz auf dieses Kännchen, was sich da bewegt. Und ich habe den Ton schon so niedrig gestellt und es ballert mir trotzdem noch mein Gehör weg. Alter. Und das war mein Handy. Was mich... Schön, dass der Gang eingestürzt ist, in dem Moment, wo ich da dran vorbeilaufe. Medusa, wo bist du? Noch weiter nach unten, natürlich. Machen wir doch gerne. Solange wir von dem Kunden wegrennen. Oh cool, das sieht aus wie so eine Art... Oh, noch eine Fackel. Cool. Arkas. 5 von 6. Ach, wenn wir bei 6 von 6 sind, bei beiden, bin ich dann fertig. Eiszeit. Oh, diese
diese Soundkulisse. So, erstmal kurz die Fackel nochmal ein bisschen anzünden, weil es hier wieder immer auf dumme Gedanken kommt und mir die auspusten will. Ein paar Pfeile werden. Meine Fackel brennt noch. Wo kommt denn das her? Alter! Kommt das von hinter mir? Meine Fackel geht halb aus. Oder kam das von unten? Das kam von hinten, oder? Da, wo ich gerade hingeguckt habe. Ich bin doch sowieso schon... Smart Offs. Okay, das verstehe ich noch nicht. Also dieses Rätsel verstehe ich nicht. Okay, wo bin ich hier gelandet? Kann ich mir jetzt die grüne Flamme anzünden? Wäre mal lustig, hä? Kann ich mitmachen, wie so ein Indianerstamm, Alter. Ach, Fackeln, cool. Ganz viele Fackeln. Jetzt wären mir noch ein paar Pfeile lieb. Wer sich auch die Mühe macht, das Öl hier mal aufzufüllen und das Feuer anzumachen, frage ich mich. Da magst du jemand gemütlich. Ich mag es auch gemütlich mit einer Kerze. LOL. So wollte ich gerade nicht laufen. Hier uriniert jemand. In mein rechtes Öhrchen. Ah. Also, nach wie auch immer, wie lange wir jetzt hier schon spielen, müsste ich glaube ich auch mal aufs Klo. Und ich glaube, das wird nicht besser im Laufe des Let's Plays. Da kommt er. Oh lol. Da läuft er schon wieder. Alter, was war denn das? Der sah aus wie ein Krüppel. Aber ich höre den schon auf 10 Kilometer Entfernung. Klingt so, als würde der wieder näher kommen. Läuft der da unten? Hä, wie sein. Der war gerade rechts. Der kommt zu mir. Der kommt hierher. Halt's mal. Wo ist der? Da ist er. Mich gesehen, er hat mich auch gesehen, er hat mich ja nicht gesehen, Mann. Halt's Maul, tschüss. Der läuft ganz schön schnell. Aua. Alter, ich hab Gänsehaut. Mann. Oh. Okay, wo bin ich? Ah, die Frage habe ich mitgenommen. Das hatten wir. Ne, hier sind wir. Ah. Okay. Dann hier lang. Dann kam mal hier dieser komische Bug, wo ich gegen die Wand gelaufen bin. Genau. Dann kommt jetzt hier dieser große Raum. Dann kommt jetzt gleich dieser Mega-Zoom. Wieso laufe ich rückwärts? Weiß ich gar nicht. Genau. Ich habe hier ein bisschen Bewegungsspielraum, das finde ich gut.
Ich weiß halt bloß nicht, wo ich lang muss. Wir warten jetzt halt, bis der hierher kommt. Hallo! Tastatur, hör auf, dich aufzuhängen. Scheiß Spiel, Mann. Wenn das das macht, wenn das Vieh kommt und das mich deswegen kriegt, dann fange ich an zu weinen. Jetzt kommt der Kleine zu uns. Ja. Oh, der ist da hinten. Jetzt kommt er hierher. Wenn er jetzt hier rumläuft, bin ich im Arsch. Du bist ein Arsch! Dummer Arschloch, Alter! Mann, fuck der ab. Okay, der läuft dann dahinter. Die Frage ist, wo hocke ich mich dann hin? Okay. Trotzdem geht mein Puls hoch, Mann. So. Ja, Zoom. Dü-dü-düm. Ja, jetzt gehe ich zurück. Ja, ja. Okay, der läuft dann hier hinter. Wenn der hier hinter läuft, wo gehe ich denn dann hin? Wo gehe ich dann? Und der läuft dann hier rum. Wenn der dann auf hierher läuft. Muss ich dann einfach geradeaus schnell ziehen. Jetzt kommt er hierher. Man hört leider ganz schlecht, von wo der kommt. Das ist die Sound. Das klingt ziemlich genau, als wäre der rechts neben mir, aber das stimmt ja gar nicht. Ja genau, jetzt macht er wieder das. Verarscht. Ich glaube, hier geht's weiter. Tschüss, Bitch. Nein. Nein. Wenn der jetzt hierher kommt, Alter. Nicht, wo der ist. Was für eine miese Verarsche von den Programmierern. Er kommt auch noch genau hierher. Wenn du jetzt hier hinter kommst, ist das richtig mies gemacht von denen. Richtig mies. Leute, Mann. Ich will da nie gucken. Wieso läuft denn jetzt so nach hier hinten? Der soll jetzt mal wieder zurückgehen und uns eine Runde drehen. Was macht er jetzt? Wo kann ich denn hier lang? Hier geht's nicht lang.
Hier geht's lang. Okay, haben wir jetzt überlebt. Überlistet. Okay, nachdem wir ein paar Mal von ihm rasiert wurden. So. Wieder irgendwo ziehen? Nö. Wieso geht mein Herzschlag so hoch? Das ist mein Puls. Von diesen Stoffen, die hier rumhängen, habe ich genug. Oh ja, ich muss die hierher. Wie lange wurde mir gesagt, soll das Spiel gehen? Eine halbe Stunde? Ich spiele jetzt hier schon fast eine Stunde bestimmt. Gefühlt. Leck mich. Schatten. Ich sehe nichts. Ich renne hier durch. Mann! Ich will. Das ist kacke. Wo bin ich hier? Ah ja, hier bin ich gerade rüber. Okay, da kam jetzt hier mein Raum. Ich laufe jetzt hier am besten schon runter. Ich renne jetzt am besten direkt von dem Weg. Ja, ja, Nebel juckt mich nicht. Oh, warte mal, kann das sein, dass das hier eine fette Sackgasse ist? Hä, wo war der? Der hat mich gesehen. Hier runtergekommen. Alter. Hä? Am Arsch? Wie hat er mich hier gefunden? Der ist ja schon vorher aggressiv geworden, Mann. So ein Arsch. Verarsche Spiel. Ich bin eingeschnappt auf das Spiel. Ja, ja, die Controls sind easy. So, jetzt kommt der Kunde. Wie soll ich mich von dem ausweichen? Lass ich hier rein? Ja, tatsächlich. Ja, schön. Bin ich zwar sicher von dem. Aber wo geht's denn weiter? Der kam ja von hier, der Kunde. Der geht noch da weiter. Da ist ja eine Sackgasse. Kann ich hier durchkriechen? Hello, wie soll ich denn bitte weiterkommen? Wie soll ich denn bitte weiterkommen, wenn es hier nie weitergeht? Der Kunde ist jetzt weg. Von hier bin ich gekommen. Ich komme schon nicht wieder zurück. Den Kunden habe ich ausgelöst. Da bin ich ausgewichen. Was habe ich übersehen? War da unten ein Geheimgang oder so?
der Nebel irgendwas damit zu tun? Nein! Oh, wie ich mein Gesicht verzogen habe, gerade weil ich so erschreckt bin. Obwohl ich wusste, dass er mich jetzt gleich hat. Mann! Hä? Aber ich check das nicht. Oder muss ich warten, bis er wieder hochkommt? Oder ach. Ich lauf dem jetzt hinterher, Mann. Ja, lauf ruhig weiter. Besser. Nee, der Nebel wird immer ausgelöst. Halt's Maul, hier unten geht's nicht weiter. Ich verstehe. Ich muss da irgendwas übersehen haben. Okay, ich gehe jetzt instant nach rechts. Bis der ankommt, kann ich mich kurz umschauen und dann. Ich muss kurz gucken, was da abgeht. Ja, der rennt mir schon hinterher, oder was? Natürlich, natürlich, natürlich. Hier geht's aber nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Das... Tschüss, Monster. Ich komm da nicht raus. Wo geht's hier jetzt bitte weiter? Was habe ich hier übersehen? Der ist wieder weg. Hier geht's nicht weiter, hier geht's nicht weiter. Bin ich falsch? Hier kann ich nirgendwo rein. Muss ich hier irgendwie wieder ein Seil losschießen? Oh lol. Ist ja aber auch überhaupt nicht versteckt. Hoch. Sinnliche Musik. Runter oder... Sehr einladend. Erstmal ins Inventar gucken. Eine Fackel. Ich habe gedacht, wir haben mehr. Ich soll schon wieder hinlaufen. Oh, die zeigen mir den vorher mal schön an. Also mit diesem Extrem-Zoom. Zoom. Sieben von acht? War das nicht vorher sechs? Hör auf, so extrem unangenehm zu atmen. Alter, oh, Medusa ist hier umhergelaufen. Medusa wütet hier. Medusa wohnt hier. Medusa war hier. Medusa! Ja, ich habe schon mitbekommen, dass du jetzt hier unten nicht sehr magst. Kein Grund, mich anzuknurren. Ist Medusa eigentlich ein Gott? Nee, ein Gott ist es nicht. Sie wurde aber bestraft von wie war das? Athen irgendwie? Wurde sie verflucht? Oder? Ach, ich will jetzt nichts falsch sagen. Okay, ich habe hier auf jeden Fall sehr viel Bewegungsspielraum und Abhaufreiheit. Da ich vermute, dass jetzt gleich wieder der extreme Zoom kommt.
Nö. Alter. Okay, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Ich sehe nichts mehr. LOL. Also, ja, Fazit. Das waren die Credits. Cool. Es ist Play for Free bei Steam. Ja, Fazit. Langer Gang. Wir haben Medusa gerufen. War vielleicht ein Fehler, deswegen ist sie gekommen. Und am Ende enden wir jetzt als eine Art Skulptur, Schmuckstück für ihren Vorgarten. Schicker Vorgarten vor allem, ja. Kann uns jetzt wahrscheinlich irgendwo hinstellen. Also, ich hatte zwar noch ein paar Pfeile, hab's dazu nie gesehen und hab mich gerade ziemlich erschreckt. Ja, gut. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Spaß hattet, lasst doch einen Daumen da, wenn nicht, dann halt nicht. Disliked oder was auch immer, nein, disliked nicht, aber ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es teilweise, teilweise auch nicht. Und ich würde sagen, das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal.